Du hast auch nichts Spannendes, ist aber auch okay. Ja, ihr habt halt nichts Spannendes, weil ich euch halt die ganzen Sachen vom Rücken abgeschlagen habe. Na, wenigstens hast du ein Herz. Das wird mir unterwegs heilende Wildglut. So, Panzerwanderer hier haben wir. Jetzt müssen wir hier hoch. Da laufen wir einfach da nach hinten. Bist du zum Heilen? Nee. Du bist nur eine langweilige Schockwurzel. So, komm schon, gib mir die Markierung. Ah, Lanzenhörner, Blödsinn. Graser schauen ja ein bisschen anders aus. Wir gehen da trotzdem hin, vielleicht ist er ja ein bisschen grün und wir können hier schön sammeln. So, den einen hauen wir gleich mal eine rein. Sehr gut. Wow, was? 525 geben die? Ja, Wächter sind bei solchen ja immer dabei. Gut, ja, die sind natürlich alle abgehauen, das war mir aber eh klar. So, dann haben wir hier noch welche. Ja, da müsste ich jetzt eigentlich erstmal wieder da runter. Uiuiuiui. Ja, langsam beruhige ich mich wieder. Aber langsam sind noch die 2 Stunden um, die ich aufnehmen wollte. Weil ich muss noch in FF weitermachen. Ich muss noch Mokri-Steine sammeln. Bevor das Event abläuft. So. Ja gut, ich könnte jetzt theoretisch hier hoch und könnte dann drüben runter. Aber ich weiß nicht, wie steil es da runter geht. Aber wobei, das geht. Das geht. Dann gehen wir einfach querfeld ein und sparen uns ein bisschen Zeit und Weg. Vorsicht da unten. Ah, okay. Die Lanzenhörner werden sogar von dem Sägezahn beschützt. Überrascht mich. Ah, aber ja, der Sägezahn läuft auch weg. Toller Beschützer. Ja, Lanzenhörner laufen weg. Sehr gut. Oh, ich habe was abgeschlagen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es hasse, bergab zu kämpfen? Also bergauf? Ja, ich kann den hier leider nicht, was ich ihm da alles abschlage, mal wie viele Teile der hat. So, jetzt liegt er, jetzt müsste ich ihn aber, glaube ich, abstechen können, oder? Ja. Sehr gut. Wieder Kram gesammelt. Ah, Areal wurde schon aufgedeckt. Gut, das heißt, wir machen jetzt hier die Stürmer noch. Ich glaube, das sind Stürmer oder sind das Breitköpfe? Ich glaube, das sind Breitköpfe. Ah, die Graser jetzt einfach halt ein bisschen weiter weg, okay. Gut, dem muss auch nichts entgehen, weil der ist tot. So, wollt ihr was von mir? Wollt ihr mich angreifen? Weil du so dastehst und dich irgendwie auf eine Einladung wartest oder so. So, dann gib mal deinen Maschinenkern. Man kann
kann nie wissen, wann man das mal braucht. Das ist wahr. Breitköpfe, okay. Breitköpfe waren das. Das sind aber Lanzenhörner. Ja, okay. Das war knapp. Breitköpfe laufen ja, glaube ich, auch weg, wenn ich mich nicht ganz täusche. Beziehungsweise, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Es ist so krass, dass ich die umwerfen kann. Das macht eigentlich sowas von gar keinen Sinn. Vor allem, wenn wir so nur so ein kleiner Mensch sind. Sehr schön. 790 Erfahrung. Nee, eine Feuerbrennwurzel braucht man nicht. Hier haben wir noch ein Graserherz. Breitkopf-Arealhammer freigeschalten. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Abspeichern. Medizinbeutel ist voll. Tränke haben wir, glaube ich, keine mehr. Ja, ist aber okay. Die Bäume werden immer dichter. Versuchen wir es einfach mal. Vielleicht schaffen wir es. Wird auf jeden Fall eine ordentliche Herausforderung. Falsche Taste gedrückt, Entschuldigung. So, Donnerkiefer, 270 Meter. Erfahrungsmäßig steigt man hier aber echt schnell auf. Das ist schon echt krass gemacht. Ich finde das gut, weil dadurch hast du nicht das Gefühl, du brauchst irgendwie 5 Jahre zum Farmen, um ein Level aufzusteigen. Hä, was schießt da? Hä, sind noch Panzerwanderer dabei, okay. Die will ich jetzt aber nicht machen, weil ich mir mit dem vollen Beutel hier gegen den Ding kämpfen, gegen den Donnerkiefer. Am liebsten halt ohne Gegner, aber du hast ja richtig Bock auf mich. Ja, jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Ey, da kommt schon der nächste an, ernsthaft? Die kennen auf jeden Fall nichts. Die gehen da einfach rein. Oh. Da ist ja noch einer. Ey, ich will den in Ruhe bekämpfen, ohne dass mich irgendwelche anderen Kreaturen angreifen. Ciao. Jo. Der alte, der Laser, der haut ja rein. Er markiert zuerst und dann. Okay, wir machen zuerst die Wächter. Sind das Rotaugenwächter? Ja, ich glaube, oder? Nee, seid normal. Alter, vor dem habe ich echt Schiss, muss ich sagen. Alter, okay, der macht ja auch wahnsinnig Schaden. Tschüssi. Der schüchtert mich echt wahnsinnig. Schau dir mal die Größe an. Da bist halt einfach nichts. Wenn du da stehst, bist du instant tot. Backt er gerade fest oder warum? Hat er auf einen Punkt geschossen, wo ich nicht mal gestanden bin? Ah, okay. So. Okay, ich muss hier auf jeden Fall hoch und niedrig ausnutzen. Erstmal muss ich mir markieren, wo bei dem. Das ist anfällig auf Abriss. Oh nein, was ist da unten? Das sind 3 Wächter, ernsthaft? Ach, Spiel.
Wenn ihr da schon so einen überkrassen Typen dahin ballert. Okay, es sind keine Wächter, es sind sogar Plünderer. Toll. Ich muss mich erstmal mit dem ganzen Kleinvieh hier beschäftigen, bevor ich mich da überhaupt mal dem Großen widmen kann. Ich habe keine Ahnung, wo die hergekommen sind. Aber die sind schon nervig. Geh weg. Ich will dem nicht zu nahe kommen. Nee, überhaupt nicht. Du hast zwar Artillerie, aber ich habe trotzdem keine Lust, dich im Nahkampf zu bekämpfen. So, erstmal den einen abstechen. Jetzt kriege ich wahrscheinlich ordentlich eine reingebuttert. Nein, kriege ich nicht. Aber der Schwanz macht Probleme. Alter, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der kommt da nicht hoch, oder? Alter, ich hab gar keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich den bekämpfen soll. Alter, schau das an, das Geschütz. Alter, was zum Henker macht der da? Alter, da rollst du ja nur noch. Warte, irgendwas ist bei ihm kaputt gegangen. Oh, er wollte gerade den Nahkampf. Oh. Er hat mich niedergewalzt, aber ich habe zum Glück fast keinen Schaden genommen. Okay, das eine habe ich getroffen. Ich muss dieses Geschütz da wegmachen. Sein Frontgeschütz vorne. Wenn ich das nicht wegmache, bin ich verloren. Okay, das eine Frontgeschütz ist weg. So, jetzt hat er nur noch eines. Ja, leider nicht ganz getroffen. Boah, ich muss mich wahnsinnig konzentrieren. Ich sehe das halt leider auch nicht so gut, weil ich halt so ein blinder Fisch bin. Ja. Ja, die gehärteten Pfeile, die sind schon gut, weil sie ihn immer zurück, kurz zurückwerfen. Weil ihm das halt schon und seiner Rüstung vor allem auch ein bisschen, bisschen wehtut. Aber der Schwanz ist halt auch ein wahnsinniges Problem. Der hält halt so viel aus. Ich hätte halt gerne einen Lebensbalken mit Zahlen. Damit ich weiß, wie viel Leben der überhaupt hat. 101. Uiuiui, er will was von mir. Gut, wir haben es getroffen. Haben wir es nochmal getroffen oder habe ich was anderes getroffen von ihm? Was zum Henker? Er kann einfach so ein... Wir schießen mal das hier ab. Oh, es ist schon weg. Oh, okay, das ging noch vom Schaden. Ah, ich habe nur... Ich muss mich so konzentrieren, Entschuldigung, dass ich nichts sage. Erstmal die Ratte looten. Hey, warum konnte ich nicht... Ich kann nicht alles mitnehmen. Ich bin schon wieder voll. Okay, ich habe irgendwas von ihm getroffen und habe 101 Schaden gemacht. Vielleicht sein Kopf irgendwie. Alter, noch eins abgeschossen. Schon wieder was erwischt. Oh. Oh, ja, ja. Das tut schon ein bisschen weh.
Das Ding ist halt noch immer da. Ja, das eine ist noch immer da. Oh, ich habe ihm wieder was abgeschlagen. Plus 300 Erfahrung. Das nächste Teil weg. Ich gehe einfach auf seine Schwachpunkte. Bei was anderem habe ich gerade keine Ahnung, was ich machen soll. Er hat aber trotzdem noch Hälfte Leben. Ich glaube, im Nahkampf macht es mit dem halt nichts. So, ich muss schnell wieder hoch. Oh, was ist das? Ist das eine Art Markierung gewesen, oder? Okay, das macht nur 50. Stehen, ich muss auf seinen Schwanz schießen. Ah, scannt er mich, oder? Ich glaube, sein Ding ist weg, oder? Alter, die Echohülse ist aber groß. Was hat denn der jetzt eigentlich noch, auf das ich schießen kann? Er hat noch den Schwanz und er hat noch die Teile da unten. Ich glaube, er kann aber nicht mehr viel machen, oder? Ah, ich habe einen Schwanz getroffen. Ja, gut. Das hätte ich besser machen können. Warum läufst du weg? Nein, 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 nein. Wie, du regenerierst dich jetzt. Komm her. Komm her. Nein. Wie, du regenerierst, weil du außerhalb deines Gebiets bist. Was wird das? Er will mich rammen. Ja, okay, das macht halt 50, so wie alles andere auch. Er ist aber schon verwundet, habe ich das Gefühl. So, Schwanz ist ab. Ja, das ist jetzt natürlich blöd, dass du dich umgedreht hast. Okay, er versucht es jetzt immer mit Nahkampf. Nahkampf sollte ich ihn eigentlich besiegen können, glaube ich, oder? Du drehst dich halt jedes Mal um, Junge. Alter, die Teile, die der da fallen lässt. Nee, schau mich nicht so an. Ich habe trotzdem noch Angst vor dir, so ist es nicht. Alter, okay. Und, Alter, selbst wenn er sich zu mir dreht, kriege ich Schaden. Kann ich ihm die Beine auch abschlagen? Ich glaube aber nicht. Er ist halt ordentlich verwundet. Okay. Das ist... Ja, jetzt kommt das Bein. Okay, er macht das. Okay, er kann das auch mehrmals machen. Ja, so ein bisschen lerne, wie er im Nahkampf tickt. Das ist für mich schon wichtig. Oh, er hat mich platt ge... Er ist einfach auf mich drauf getreten. Ey, hör auf mich drauf zu treten, Mann. So, nochmal. Sind halt trotzdem immer 142 Schaden. Ja gut, das war blöd von mir, weil ich hätte es mir eigentlich denken können. Okay, ja. Ach, komm schon, wenn ich jetzt sterbe, dann werde ich richtig zornig. Ey, warum ging das nicht durch? So, komm schon, komm schon, komm schon. Ach, komm. Ey, wie soll ich da angreifen, Mann? Ständig ist er weg.
Dann kommt er wieder. Er hat gerade seinen Modus geändert, weil er irgendwas macht. Ah, dieses Hoch, Runter, es ist so schlimm. Er ist halt immer über mir und deswegen hüpft sie halt nicht nach. Das ist wieder ätzend, dass sie nicht nachhüpft. Zweimal, dreimal macht er das dann immer. Also einmal auf einem Bein und zweimal am anderen. Ja, so kriege ich ihn tot auf jeden Fall. Wenn sie halt auch mal nachhüpfen würde. Oh, ich bin... Ach, komm schon. Es kann jetzt nicht sein, dass ich jetzt sterbe. Gibt es noch irgendwas, was ich abschießen kann?